Hallo ihr Lieben, heute nur ein ganz kurzes Video. Mir fällt nämlich gerade was ein, wo ich Frikadellen brate. Wenn ich das Hackfleisch soweit fertig gemacht habe, dann klebt das ja beim Formen immer so ein bisschen an den Finger. Taucht die Finger vorher immer wieder in Wasser und dann geht ihr rein und dann kriegt ihr da die Hackfleischmasse viel besser ab. Außerdem noch ein zweiter Trick, wenn ihr die Frikadellen ein wenig knuspriger als gewöhnlich haben möchtet, dann wälzt die einmal nach dem Formen in Paniermehl. Sieht dann so aus. Und dann nur noch wie hier ausbraten und fertig. Bis dann!